Hi, ich bin Alice und dadurch, dass jetzt immer diese letzte halbe Stunde oder Stunde immer so langsam vorübergeht, habe ich jetzt einfach nochmal beschlossen, dass wir nochmal ein kleines Video drehen, in dem wir einfach nochmal ein bisschen uns unterhalten. Einfach für euch zur Unterhaltung und auch für uns zum Wachbleiben. Anna, trinkst du momentan Koffein? Ja. Ja. Jeden Morgen. Okay. Und hast du das Gefühl, hast du schon mal probiert, ohne das Koffein auszukommen? Ja, klar. Ja. Ja. Und was ist dann passiert? Einfach. Du kannst auch ohne. Ja, klar. Aber ich genieße es einfach, schmeckt. Okay. Weil für mich ist es ja so, dass ich ja kein Koffein, also ich habe Koffein so aus meinem Leben gebannt, jetzt wo ich das mit dem polyphasischen Schlafen angefangen habe. Und finde ich irgendwie ganz interessant. Also klar, es gibt Kaffee, es gibt grünen Tee und so weiter. Red Bull, Coca-Cola und so, aber es gibt ja auch so Marken, die nicht so sind wie die anderen. Mhm. Oder, also okay, immer noch ein Getränk, aber ein Markengetränk mit Koffein. Und es gibt auch Dinge, finde ich, die machen einen wach, dabei ist es kein Koffein drin. Naja, okay. So wie, bei mir ist es zum Beispiel Orangensaft, das ist, was ich sehr gerne mag momentan. Und früher, es ist mir mal aufgefallen, dass eigentlich auch sehr zuckerhaltige Sachen sehr, sehr pushend sein können. Mhm. Gerade besonders, wenn man gerade eigentlich auf Entzug ist. Mhm. Ja, was denkst du? Ja, also ich trinke halt meinen Espresso morgens. Ne? Der kommt von einer Rösterei von Freunden. Mhm. Hup. Hallo. Und dementsprechend, also besonders ist der Kaffee für mich auch. Okay. Und ja, das ist irgendwie auch ein Ritual zum Aufstehen. Und die Milch ist es gleich wie ein Frühstück, ne? Was Warmes, was mich dann in Gang bringt. Also es ist mehr als einfach nur das Koffein im Kaffee, was mich, glaube ich, in Gang bringt. So. Ne? Alice. Ja, das heißt, ja. Ja, das Ritual, das Warme, der Geschmack, die Erinnerung an Aufstehen vielleicht einfach durch den Geschmack. Und wie ist das bei dir mit frisch gepresstem Orangensaft? Hilft dir das auch, klarer zu werden? Das stimmt. Ich trinke ihn nur leider viel zu selten, weil ich keine Presse habe. Okay. Ja. Ja, schön. Und hast du noch ein Bett zu Hause, oder? Ich hab ein Bett, ja. Ja, das habe ich auch vorzubehalten. Ja, weil ich habe mich auch schon manchmal gefragt, ob man überhaupt noch ein Bett braucht als polyphasischer Schläfer. Wenn man wahrscheinlich nicht irgendwann mal. Ja, weil eigentlich kann man ja einfach auf der Couch nappen. Und man sagt ja einfach, man geht zum Beispiel auf die Couch. Ja. Ja. Dann schläft er einfach anders, weil Platz ist. Ne? Warst du schon bei, nee, warst nicht bei Ralf, oder? Oder bei Daniel? Nee. Weiß gar nicht, wer die sind. Genau. Und wie ist deine Erfahrung, dass irgendwelche anderen Sachen wie Koffein wirken? Nee. Hup. Ja. Tee vielleicht. Tee? Grüner Tee oder? Mhm. Ja. Na, schwarzen Tee, ne? Ist Tee. Mhm. Ja. Ja. Und, ja, was kann man sonst noch erzählen? Und hast du nicht Lust, auch polyphasische Schlafen mal zu machen? Nein. Auf keinen Fall. Warum nicht? Weil ich viel zu gerne schlafe. Okay. Also ich liege einfach zu gerne im Bett und penne. Soll ich sie nicht halten? Ja, halt du. Ja, aber nicht, dass du dann einschläfst deswegen, weil darauf wachst du ja schon noch auf, ne? Ja, aber du musst es schon wirklich eigentlich im Prinzip so halten. Hallo? Hören Sie mich? Ja. Okay. Nee, also ich schlafe viel zu gerne und liege viel zu gerne lange im Bett und genieße das. Und du, Alice? Ja. Legst du nicht gerne im Bett und pennst einfach? Auch generell, klar, schon gerne. Aber für mich ist es ja erfahrungsgemäß nicht gut. Deswegen ist es ja so im Kopf bei mir schon verwunden. Also ausschlafen ist gleich noch mehr Schmerzen. Mhm. Deswegen, ja, habe ich mich ja angehört. Okay. Das heißt, jetzt kommen irgendwie Leute von den anderen Jobs nach Hause, oder? Welche Jobs? Andere Nebenjobs. Okay.
Was willst du damit sagen? Da ist also Zeit. Dass es da um bestimmte Zeiten geht, so. Ja, ja. Okay. Und? Ja, gibt's noch spezielle Zeiten, wo du hingehst? Und schlafen kannst und wo du auch nur arbeiten kannst. Hm? Ja. Okay. Und? Hm? Das hindert dich am lange Schlafen. Alice. Hindert dich am lange Schlafen? Nee, es hindert mich nicht, nee. Okay. Aber es tut mir halt nicht gut. Okay. Ich glaube nicht, dass man schließlich fällt, das kann ich. Wie bitte? Hä? Nee, nicht. Hallo. 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 Was versuchst du zu erzählen? Hallo, Alice. Hallo. Nicht einpennen. Ja, über was könnten wir uns denn noch unterhalten? Über deinen Computer, der abgestürzt ist. So wie du. Oder was gibt es denn noch für ein Thema? Yoga haben wir gemacht zum Beispiel heute. Ne? Yoga haben wir gemacht. War Alice? Ja. Yeah. Setz dich doch mal anders hin. Ja, anders. Dass du dich einmal bewegst. So. Beweg dich einmal. Dass du dich einmal so umsetzt, so. Dass du einmal dich mal aktiviert hast. Ja, genau. Hallo, da bist du ja wieder. Hallo. So, Tagchen. Guten Morgen. Ja, die Stunde kriecht vorbei, ne? Aber ich meine, gut, jetzt ist 46. Okay. Ja. Was gibt's noch? Echt, du willst nicht polyphasische Schlafen machen? Mm-mm. Nee. Warum? Ja, ich glaube, es wäre mir einfach zu anstrengend. Auf Dauer. Ja. Und auch so. Ich bin wahrscheinlich einfach zu faul. Kannst ja immer hier dazu kommen. Ja. Und es kostet einfach unglaublich viel Disziplin und ich weiß nicht, ob ich die unbedingt dafür aufbringen würde. So. Hallo? Nicht pennen. Also ich brauche meine Disziplin schon für viele andere Bereiche. Und ich weiß nicht, ob ich die dafür auch noch übrig hätte. So. Ja. Das ist halt Training, ne? Disziplinstraining. Huppala. Vielleicht hältst du doch mal das Mikrofon. Ich falle momentan immer die eine Seite, ja, ja. Gell? Ja. Was auch so interessant war, dem eine Nacht, es war auch so, ich hatte das Gefühl, mein Kopf wurde immer in die eine oder andere Richtung immer so geworfen. Es war super anstrengend. Und dann am nächsten Morgen spüre ich das so am Hals. Dass es einfach zieht, oder? Ja, nee, das ist irgendwie wie die Muskeln, dass sie beansprucht wurden. Ja, ja. Das ist so, das war ja wahrscheinlich gestern eine Veranstaltung. Aber komisch, normalerweise habe ich keine Angst nach, ich hatte einen gerufen, zu dieser Zeit, weißt du? Wie? Man will, in der einen Gruppe. Mhm. Und da ist nicht so gern gesehen, wenn man so weit weggeht. Und das geht irgendwie noch. Da habe ich gedacht, das ist eigentlich ganz cool. Da kann ich innerhalb von den Ferien doch noch irgendwie so verschiedene aus dem Ausland fahren. Okay. Genau, ja. Danke. Was war das denn? Irgendwie eine Reise? Eine Gruppenreise? Mit irgendwie deiner Traumgruppe oder mit irgendwelchen Jugendlichen? Ja. Ja? Was ja? Traumgruppe oder Jugendliche? Hä? Alice? Nicht schlafen? Keine Ahnung. Vielleicht sollten wir einfach mal wieder irgendwie was mit dem Handeln oder irgendwie so machen. Dass du einfach mal dich wieder aktivierst. Ja. Es ist ja nicht mehr lange. Vielleicht das hier in Ruhe abbauen, nochmal ein bisschen Handeltraining machen. Mhm. Oder vielleicht einfach, du musst ja nicht das ganze Yoga-Programm machen, du kannst ja einfach nur ein paar Bewegungen davon einfach machen, um einmal den Kreislauf in Schwung zu bringen. Mhm. Oder? Mhm. Komm, lass uns das machen. Ja. Tschüss. Ciao. Ciao. Tschüss.